3000
Objekte teilweise mit Gold und Edelstein einlagen. Und dieser Bauer hat ja was und hat auch heute noch so viel Angst, dass die Regierung, wenn sie draufkommt, dass er diese Objekte besitzt, dass sie sein Land beschlagnahmen. Gott sei Dank ist es ein ehrlicher Mann, denn ein anderer Mann hätte wahrscheinlich die Goldeinlagen oder die Edelsteineinlagen herausgerissen und hätte sie in Geld umgesetzt. Heuer im Juli plane ich eine Reise nach Mexiko mit André und wir werden die Gelegenheit bekommen, nicht nur diese 3000 Objekte zu sehen und weiter zu untersuchen, sondern es hat ja immer etwas Negatives, auch etwas Positives. Und zwar nachdem dieses nicht erlaubte, für die Öffentlichkeit nicht erlaubte Video im Internet erschien, sind auf einmal aus Mexiko Informationen gekommen von den Ureinwohnern dort aus verschiedenen Provinzen. Wir haben in der Zwischenzeit 4 Provinzen, wo die Ureinwohner gemeint haben, auf einmal, ja, wir haben auch solche Objekte schon seit langem in unserem Familienbesitz. Also kommen wir zurück auf diese Chacmol-Götter. Das ist zum Beispiel eines der Objekte aus dieser mexikanischen Sammlung und Sie sehen, dass dieser sogenannte Gott immer etwas auf seinem Bauch hält. Hier könnte man sagen, das sieht aus wie ein Fernsehbildschirm. Und russische Forscher haben festgestellt, dass für die Reise ins All diese Körperhaltung die perfekteste wäre. Hier ein weiterer Chacmol, wiederum etwas auf seinem Bauch halten, also sicherlich kein Gott, der dafür benutzt wurde, dass man die herausgerissenen Herzen der Opfer auf seinen Bauch legt. Und solche Objekte gibt es viele in dieser Sammlung von 3000 Objekten. Dann auch hier ein Bild mit Flugobjekten oder Planetendarstellungen und wiederum in derselben Körperhaltung. Und es gibt viele Objekte, wo diese Person oder dieses Wesen, was dargestellt wird, immer die linke Hand nach oben hält. Und ich habe letztes Mal schon gemeint, wir haben Glück gehabt, dass er die linke Hand erhebt, denn wenn die rechte Hand halten würde in dieser Haltung, dann hätten wir wahrscheinlich in der heutigen Zeit ein Problem wegen Wiederbetätigungsversuch. Hier sehen Sie viele der Objekte, die gegossen sind. Von den 3000 Objekten, die wir erforscht haben, bis dato sind 2500 aus Stein graviert und 500 Stück sind aus einem Material, das aussieht wie Keramik. Und ich habe die Mexikanerin, unsere Kontaktperson, gebeten, ob sie mir einige Stücke für Untersuchungen schicken würde. Das hat sie auch getan. Ich habe 4 Stück erhalten. Habe sie in Wien Material untersuchen lassen und das Ergebnis war, diese Objekte sind aus Kaolin hergestellt. Kaolin wird für die Porzellanerzeugung verwendet, aber auch für die Papiererzeugung. Nur 500 Objekte von Medaillongröße bis zu einem halben Meter, das heißt, dass dieser Künstler, wer immer das gemacht hat, eine schwierige Arbeit vor sich hatte, denn er muss pro Figur eine Negativform machen, die Gussform machen und dann das Objekt gießen. Und es würde für diese Menge an Arbeit sicherlich keine logische Erklärung geben, dass sich jemand die Arbeit macht, Objekte herzustellen als Einzelstücke, die er wahrscheinlich wegen dem Aussehen sicherlich nie als Originale verkaufen kann. Also eine unglaubliche Arbeit. Hier sehen Sie, es sieht aus, wie man so schön sagt, wie die sogenannten UFOs. Auf dem rechten Bild sehen Sie sogar jemanden aus dem Fenster herausschauen. Auch hier eine Figur in diesem Objekt mit mandelförmigen Augen. Hier sehen Sie ein fliegendes Objekt und einen Planeten. Hier sehen Sie Sonneneruptionen und in der Eruption fliegende Objekte. Und dazu hat damals vor 3 Jahren beim Kongress Nassim Haramein auch die wissenschaftlichen bzw. die physikalischen Erklärungen dazu gegeben. Hier sehen Sie einen Planeten, das könnte die Erde sein, und ein Wurmloch in dessen Nähe.
hier ein weiteres Objekt und hier eines der wirklich interessantesten, denn Sie sehen auf diesem Bild die Sonne, eine Sonneneruption, in der Eruption ein fliegendes Objekt und eine pyramidenförmige Darstellung, was jetzt wiederum mich heute schockiert hat eben. Und herzlichen Dank an Valerie, ich habe heute mehr gelernt als in den letzten vielen Jahren. Ich danke Ihnen, dass es so weit gegangen ist und uns heute diese Informationen gegeben hat. Dieses dreieckige Objekt, das Foto habe ich vor 3 Jahren erhalten und ich glaube, es war vor 2 Jahren, da ist ein NASA-Bild erschienen im Internet, wo man eben ein dunkles, längliches Dreieck, genau wie auf diesem Bild dargestellt, sehen konnte. Also ich hatte das Bild, das Foto von diesem Objekt sicherlich vor dem Erscheinen von diesem NASA-Bild. Und die Pyramide, die Darstellung einer Pyramide hier in der Sonne, hat man genauso auf dem Bild von der NASA gesehen. Und das würde wieder sehr in die Richtung von der heutigen Erklärung von Valerie Oberloh gehen. Drum, ich muss sagen, ich bin emotional etwas durcheinander. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute solche Informationen bekomme. Und bitte um Entschuldigung. Hier wiederum ein sogenanntes Flugobjekt-Darstellung mit Sonne, Sonneneruptionen und wieder in der Eruption ein fliegendes Objekt. Hier einen sogenannten Chakmul-Gott, wiederum mit der linken Hand erhoben, in einer Kapsel. Man kann sehen, er hat eine Art Anzug an, mit einem Visier und ein Komet, der in Richtung Erde geht und verfolgt von einem fliegenden Objekt und praktisch abgeschirmt auch von einem fliegenden Objekt. Das würde wiederum in die Richtung von Valerie Oberloh gehen. Dann sehen Sie hier eines der Gesamtaufnahmen dieser Sammlung, aber nur eine Teilaufnahme mit vielen Maskendarstellungen in verschiedenen Größen, größtenteils aus Stein, aus verschiedenen Steinarten. Und da wir ja als Lügner und Betrüger betitelt wurden, und das ließ sich Nassim Haramein natürlich nicht bieten, und er hat über meine Kontaktperson die Erlaubnis bekommen, 2 Steinmasken mit eingelegten Mosaik-Halbedelsteinen, so wie diese Maske hier, für Untersuchungen entgegenzunehmen. Und er hat sie an der Universität in Tucson, Arizona, untersuchen lassen und Sie werden im Anschluss die Originaluntersuchungsergebnisse sehen. Jedenfalls sind diese Objekte anhand der Altersdatierungen, die vom Klebestoff, mit dem die Mosaikteile auf der Steinmaske beklebt wurden, es handelt sich wahrscheinlich um eine Art Naturharz, also sprich organisches Material und deshalb war auch eine Altersdatierung möglich. Hier sehen Sie die kleinen Punkte an dieser Steinmaske sind original Goldeinlagen und die Augen sind Halb- bzw. Edelsteine. Hier eine weitere Maske, Vorderansicht und das ist die Hinteransicht. Wiederum eine UFO-ähnliche Darstellung mit Treppen hinauf und einer Figur wie eine Mumie im Hintergrund und eine Stufenpyramide. Hier eine weitere Maske mit einem anderen Menschendarstellung mit der linken Hand nach oben, und ein Komet, der in Richtung seiner Person geht. Hier eine weitere Maske aus Stein mit Einlegearbeiten auf der Rückseite. Sehen Sie hier ein fliegendes Objekt, eine Figur, die aus dem fliegenden Objekt herauskommt, ein Komet, der in die Richtung der Kugel, die er in Händen hält. Man könnte vielleicht davon ausgehen, dass es sich hier um die Darstellung der Erde handelt und er hält die linke Hand schützend vor dem anfliegenden Kometen. Also auch hier wiederum eine direkte Verbindung zu den heutigen Erklärungen von Valerie Oberloh. Hier sehen Sie die 2 Originaluntersuchungsergebnisse der Universität von Tucson und
die Altersdatierungen ergeben bei der ersten Maske es sind leider Kopien und schwer erkennbar, aber das Alter ist einmal über 8000 Jahre und einmal über 14.000 Jahre. Altersdatierung des organischen Materials, das von den Masken, die dort unter den 3000 Objekten gelegen wurden, festgestellt wurde. Dann weitere sehr interessante Objekte mit Menschendarstellungen mit großen Mandelaugen. Hier sehen Sie eine Art kleiner Sarkophag. Hier sehen Sie den geöffneten Sarkophag und auf dem Rand, auf der unteren Seite des kleinen Sarkophags wiederum verschiedene Planetendarstellungen und ein sogenanntes, man könnte sagen, fliegendes Objekt. Hier viele weitere Figuren mit verschiedenen Darstellungen von, würde ich sagen, verschiedenen Menschenarten oder Wesensarten, wiederum mit Einlegearbeiten von Gold, teilweise die Augen von verschiedenen dieser Figuren mit Originalgoldeinlagen und verschiedenen Edelsteineinlagen. Dann sehen Sie hier die Darstellung eines anderen Wesens mit übergroßen Augen. Auch hier eine Maske mit großen mandelförmigen Augen und hier eine der interessantesten Darstellungen. Sie können hier genau sehen, diese Figur mit Helm, mit geschlossenem Visier und großen Mandelaugen und auch auf der rechten oberen Seite die Darstellung eines Planeten und eines fliegenden Objekts. Hier eine weitere Maske. Hier eine Figur mit zwei Langschädeln, das würde wieder auf die Langschädel aus Südamerika, im Speziellen aus Peru hinweisen, von denen es angeblich eine DNA-Analyse bereits gibt. Hier weitere Darstellungen von Menschen mit dem Unterkörper einer Schlange, das geht wieder in viele Mythologien, zum Beispiel der chinesischen oder anderen, wo eben Wesen dargestellt werden, halb Mensch und halb Tier. Hier auf der rechten Seite wiederum eine kleine interessante Figur mit geschlossenem Helm und Visier. Also alles Darstellungen, die laut selbst der UFO-Freunde und außerirdischen Freunden wurden wir als Lügner und Betrüger betitelt, weil sie auch für mich der erste Eindruck war, zu gut, um wahr zu sein. Nur jetzt sprechen wir über Altersdatierungen von zwei Objekten über 8000 und über 14.000 Jahren. Hier wiederum eine Darstellung, halb Mensch, halb Tier mit einem Langschädel. Hier die Darstellung eines Kopfs mit sehr großen mandelförmigen Augen und übergroßen Ohren. Und ich sage immer, wenn jemand in der Lage ist, solche perfekte Gravuren oder Masken oder Figuren herzustellen, warum stellt er dann die Menschen immer mit verschiedenen Gesichtern, Augenformen und so weiter vor? Und das waren jetzt Bilder der Objekte, wo ich die ersten 3000 die Information über 3000 Objekte erhalten habe. Und hier, die nächsten Objekte sind jetzt aus einer anderen Sammlung, und zwar aus Pozuelo. Das ist im Nordwesten von Mexiko. Auch hier wurden viele hunderte Objekte gefunden, die im Privatbesitz der Ureinwohner dort sind. Und Sie sehen hier selbst, dass sie auch hier dieselben Darstellungen von fliegenden Objekten oder verschieden aussehender Menschen erkennen können. Auch hier ein Objekt mit der, hier auf die rechte Hand erhoben, nicht die linke, nach oben zeigend einen Planeten und ein fliegendes Objekt. Auch hier wiederum und hier. Und es sind alles Objekte aus einer anderen Sammlung aus Mexiko und es gibt, wie ich vorher erwähnt habe, bereits vier verschiedene Provinzen,
wo jetzt die Ureinwohner mit diesen Objekten an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir haben auch solche Objekte. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass dieses Wissen an die Öffentlichkeit kommt für die Ureinwohner. Und ich weiß nicht, ich glaube, Sie haben alle die letzten Tage im Internet verfolgt, die sensationelle Meldung, dass in einem Tunnel, der unter der Quetzalcoatl-Pyramide gefunden wurde, auch das geht wieder in die Richtung der heutigen Erklärung von Valery Uvarov, in diesem Tunnel wurden Goldsphärenbälle aus Gold gefunden, aber nicht nur das, sondern die sensationelle Meldung war, es wurde Quecksilber gefunden. Und vielleicht haben Sie einen meiner ersten Vorträge vor Jahren schon gesehen oder gehört. Da habe ich nämlich eine Information vom ehemaligen Chefarchäologen des archäologischen Gebietes in Teotihuacan in Mexiko, Néstor Paredes. Nachdem ich zweimal dort die Pyramiden besucht habe und wir Freunde geworden sind, hat mir vor Jahren schon, das war im Jahr 2005, hat mir Néstor Paredes erzählt, dass sie einen Tunnel, dass er einen Tunnel entdeckt hat, der von der Sonnenpyramide zur bis dato noch Mondpyramide, nach den heutigen Erklärungen von Valery wahrscheinlich die Erdpyramide, dass er einen Tunnel gefunden hat und in diesem Tunnel hat er eine Steinbox gefunden, die hat er geöffnet und sofort wieder geschlossen, denn die Steinbox war gefüllt mit flüssigem Quecksilber. Das war im Jahr 2005. Er hat die Meldung dann sofort an die INA, an das Ministerium weitergegeben. Die Höhle wurde sofort geschlossen. Er selbst als Chefarchäologe durfte die Höhle nicht mehr betreten. Und zwei Universitäten aus den USA sind mit Hightech-Instrumenten gekommen und haben die Untersuchungen in der Höhle durchgeführt. Über diese Höhle konnten sie im Internet oder auch in den Medien nichts erfahren. Über diese jetzige Höhle, die hat ein sehr guter Freund von mir als erster entdeckt, Neil Speedy, ein Archäologe aus USA, der seit Jahrzehnten Forschungen in Süd- und Zentralamerika macht, hauptsächlich in Mexiko. Neil Speedy sagt selbst, er ist das schwarze Schaf der nordamerikanischen, der amerikanischen Archäologen, weil er eben Sachen, die nicht glaubhaft sind oder die unglaublich sind, auf die Spur geht. Zum Beispiel hat er eine sensationelle Überprüfung gemacht an einem Fund, den Virginia Steen McIntyre in den 70er Jahren in Huetlaco in Mexiko gemacht hat. Sie hat an einer Universität gearbeitet und eine Assistentin von ihr wurde nach Huetlaco in Mexiko geschickt, um dort Untersuchungen bei Grabungen zu machen. Diese Assistentin hat einen Bericht an die Universität, an ihre Chefin Virginia Steen McIntyre geschickt, dass sie Fundstellen, menschliche Fundstellen gemacht hat, Feuerstellen und so weiter, die eine Altersdatierung von 150 Jahren ergeben haben. Nachdem dieser Bericht ankam, wurde Virginia Steen McIntyre beordert von der Uni, sofort nach Huetlaco zu fliegen, um festzustellen, was für Dummheiten diese Assistentin macht, denn 150.000 Jahren waren keine Menschen in Zentralamerika, denn wie man ja offiziell weiß, vor ca. 14.000, 15.000 Jahren sind ja die ersten Einwohner Amerikas über die Beringstraße eingewandert. Virginia Steen McIntyre ist nach Huetlaco geflogen, hat dort selbst Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, Altersdatierung 250.000 Jahre. Sie hat diesen Bericht veröffentlicht, wurde daraufhin von der Universität gefeuert und hat bis heute in den USA keine offiziellen Aufträge mehr erhalten. Sie sehen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, ist nicht immer für die betroffene Person ein Vorteil. Und das ist auch für mich die Erklärung, warum heute noch viele Wissenschaftler Angst haben, sich mit diesen Themen zu befassen, denn sie könnten dadurch selbst bei ihren Unis oder bei ihren offiziellen Anstellungen Probleme erhalten.
Jedenfalls Neil Steady hat diese Höhle entdeckt. Ich habe von ihm nur als unter Freunden eine super PowerPoint-Präsentation von den Rassenuntersuchungen in dieser Höhle unter der Quetzalcoatl-Pyramide erhalten. Und er hat mir gesagt, in 6 Monaten darf er mir erst mitteilen, was sie sonst noch dort drinnen gefunden haben. Und glauben Sie mir, das wird noch interessant. Auch hier wieder eine Figur, die aus einem fliegenden Objekt herauskommt. Ein Planet mit Planetengürtel und in seinen Händen haltet wiederum etwas, das wie ein Planet aussieht, eine Kugel. Und auf der rechten Seite wieder ein Komet, der in die Richtung dieser Kugel geht. Also alles Sachen, die mit den Erklärungen heute von Valerie Huberloff übereinstimmen und deswegen auch mein etwas durcheinander gebrachter Vortrag. Auch hier wieder eine Jacques Mull-Darstellung mit Langschädel und großen Augen. Eine zweite Sammlung in Coquelo, die haben Proben untersuchen lassen. Ich habe erst vor ganz kurzem eine Roh-Übersetzung bekommen, die perfekte Übersetzung wird noch nachfolgen, aber ich versuche Ihnen kurz die Kommentare zu geben. Die zwei Proben, die gegeben wurden, weisen auf rötliche Flecken auf und nach der semi-quantitativen Analyse lässt es uns über den Einsatz von einem eisenreichen Ton denken, die in einer oxidierenden Atmosphäre gebacken wurde. Den Feuerverlust zu schließen, wie die Analyse beschreibt, zeigt über 15% und dass dieser Verlust bei 845 Grad Celsius hergestellt wurde, können wir uns eine Vorstellung machen, dass die Brennung bei niedrigen Temperaturen durchgeführt wurde und wir denken, dass der Brennvorgang direkt in einem offenen Ofen bei einer Temperatur zwischen 650 und 750 Grad Celsius durchgeführt wurde. Dies ist der Weg, wie die in der primitiven Keramik gebrannt wurde. Das geringe Vorhandensein von CaO in den zwei Proben zeigt die Verwendung natürlicher Erde ohne Kalk oder nur in geringeren Proportionen, was die Verwendung von Lackbeschichtung erleichtert. Jedoch Lackbeschichtungen erfordert die Verwendung von Temperaturen zwischen 800 und 900 Grad. Verwenden von Zinkoxid wird gemeinhin als ein hervorragender Modifikator bei Farben verwendet und dient dazu für die Erhaltung von überzogenem kristallisiertem Steinzeug oder Porzellan und zusammen mit Ag2O gibt es einen Metallic Finish, wie sie schreibt. Das heißt, die haben festgestellt, dass es über diesen Steingravuren eine Art Schicht gibt. Ist wie, Sie haben es mir am Telefon erklärt, bei Metall könnte man sagen Email, aber bei Stein eben eine Form, wie es heute in Mexiko keine Herstellungsart gibt. Also das wäre der zweite Hinweis von einer zweiten Sammlung, dass diese wirklich unglaubwürdigen Objekte tatsächlich alt und original sind. Und dann wird alles erst richtig spannend. So, hier sehen Sie ein Bild von Pyramiden, Rundpyramiden aus der Mongolei. Hier ein zweites Bild. Diese Bilder bekam ich von einer Archäologin aus China, südliche Mongolei, heute zu China gehören. Dort wurden Objekte gefunden, wie diese Statue, die aussieht wie die ägyptische Isis, aus Bronze gegossen. Eine Nahaufnahme davon, hier sehen Sie Bilder der ägyptischen Isis. Und dort wurden viele Objekte gefunden aus der sogenannten Hongshan-Kultur, die datiert wird zwischen 4000 und 6000 Jahren. André selbst, der heute hier anwesend ist, war dort und hat viele dieser Objekte im Original besichtigt. Im Museum dort viele unglaubwürdige Darstellungen, auch komische Darstellungen. Und die nächsten Bilder stammen jetzt auch aus der Mongolei und aus der Mandschurei. Und zwar wurden dort von einem koreanischen Archäologen vor vielen Jahren Gräber entdeckt und in den Gräbern Grabbeilagen von Jadefiguren, die eine Größe haben zwischen 30 und 50 Zentimetern, mit
Schriftzeichen, unbekannten Schriftzeichen, die mir sofort ins Auge gestochen sind, denn man hat Moais, die großen Steinfiguren, auf Hawaii weiter in die Tiefe ausgegraben, hat festgestellt, dass viele dieser Moais ganze Körper haben, die viele Meter noch in die Erde hinein vergraben wurden und dass die meisten dieser Figuren auf der Rückseite unbekannte Schriftzeichen haben, die eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit diesen Jade-Figuren haben. Die Jade-Figuren aus der Mongolei sind schwarz gefärbt. Die Original-Jade haben wunderschöne Farben, aber alle diese Objekte wurden schwarz gefärbt. Was für mich wieder vielleicht ein Hinweis ist, auf diesem Kontinent, den heute Valerie auch vorgestellt hat, im Pazifischen Ozean, den Churchward ja schon im vorletzten Jahrhundert anhand der Übersetzungen der sogenannten Nakal-Tafeln aus Indien als Kontinent Mu oder Ramu, Mura betitelt hat, also dass es in der Vergangenheit im Pazifischen Ozean einen Kontinent gegeben hat, einen riesigen, so wie Atlantis im Atlantischen Ozean, und dass diese Kontinente durch eine globale Katastrophe zerstört wurden, haben wir heute auch von Valery Uborov anhand seiner Forschungen gehört. Warum wurden diese Jadefiguren schwarz gefärbt? Das ist die erste große Frage, die die Wissenschaftler in Korea und China noch nicht erklären können. Aber für mich war es ein Zeichen, die Zeichen sind gleich wie die Zeichen auf den Moais von den Osterinseln. Und wie ich vielleicht schon einmal erwähnt habe, hat ein sehr, sehr guter Freund von mir vor vielen Jahren eine Technologie entwickelt, die wir Geoscan nennen. Mit dieser Technologie ist es ihm möglich, von zu Hause aus weltweit archäologische Stellen zu identifizieren und auch festzustellen, wie viele Meter nach unten sich diese Anomalien befinden und auch Materialien feststellen. Dann habe ich ihn gebeten, ob er nicht einmal einen Scan über die Osterinsel machen kann und ob ihm dort etwas Unbekanntes auffällt. Er hat diesen Scan gemacht, was ihm sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat, und hat mir damit erklärt, und ich konnte es auch anhand des Scans dann feststellen, dass es dort in bestimmten Abständen von vielen dieser Moais auch sehr, sehr tief Gräber gibt. Und zwar Gräber, in denen er feststellen konnte, dass dort Knochen drinnen sind, dass Gold drinnen ist und dass Edelsteine drinnen sind. Das heißt, es gibt auf den ganzen auf der Osterinsel keinen Goldabbau, keine Minen und auch keine Edelsteine. Und ich habe daraufhin dann viele Bücher durchgeforstet und bin in einem, im ersten Buch von Thor Heyerdahl, in dem er seine erste Expedition auf die Osterinsel beschreibt, und nach einigen Seiten ist mir etwas ins Auge geschossen, und zwar schreibt er dort: Als ich dort landete auf der Osterinsel und die Alten der Ureinwohner traf, haben mir die erklärt, dass hier früher vor langer, langer Zeit die Könige begraben wurden. Man hat aber bis heute kein Königsgrab dort gefunden. Wir wissen aber anhand der Technologie meines Freundes, dass immer in bestimmten Abständen von einem Moai, nicht von allen, aber von vielen, ein Grab vorhanden ist. Und zwar auch viele, viele Meter unter der Erde, genauso tief ungefähr, wie die Grabungen, die Ausgrabungen der Moais ergeben haben. Und es wäre sehr interessant, und wir sind bereits in Kontakt mit Archäologen, die vielleicht bereit sind, dort einmal eines dieser Gräber auszugraben, was für uns wieder sehr interessant wird, weil wir dann vielleicht feststellen können, es sind Knochen drinnen, das heißt, wir sind in der Lage zu sehen, was waren das für Menschen. Punkt 2, wir können Altersdatierung machen, und Punkt 3, den Versuch auch von DNA-Analysen zu machen. Das nächste Bild, auch wiederum eine Figur, menschlicher Körper, Tierkopf, aber auch wieder diese unbekannten Schriftzeichen bzw. Symbole.
dann ganz komische Darstellungen. Wie gesagt, das sind alles Jadefiguren, die schwarz gefärbt sind. Und auch hier die Darstellung von verschieden aussehenden Menschen. Diese linke Figur, der Mann mit dem Messer in der Hand, ist wiederum für mich, für meine Forschungen über Riesen sehr interessant, denn er hält einen menschlich aussehenden Schädel, Skelettschädel in seiner Hand und der ist viel, viel kleiner als sein wahrer Schädel von dem, von der Person, die ihn hält. Da kann ich Ihnen zwischendurch eine sensationelle Nachricht übermitteln. Vor einigen Wochen wurde ich von einem vom größten japanischen Privatfernsehen gebeten, ob sie mit mir ein Interview über meine Forschungen über die Riesen machen können, da sie einen Vortrag von mir gehört haben, wo ich eben die Bilder zeige mit dem menschlichen Fersenbein, mit dem Nasenbein und dem Postoccipitale, also dem Unterschädelknochen, eines zerbrochenen Skelettes, humanoiden Skelettes aus Ecuador. Dieser Mensch hatte die Größe von ca. 7,60 Meter. Und die sind nach Wien gekommen, haben das Interview gemacht und haben mich gebeten, ob sie einen der mehreren Knochen mitnehmen dürfen nach Japan, um dort eine DNA-Analyse zu machen. Ich habe gesagt, sehr gerne. Habe ihnen aber auch gesagt, dass wir den einzigen archäologischen DNA-Spezialisten in Österreich schon vor Jahren gebeten haben, ob er uns eine DNA-Analyse machen kann, was er auch getan hat. Nur er hat mir mitgeteilt, mit den Instrumenten, die Sie besitzen im Institut, konnte er absolut keine DNA herauskristallisieren. Seiner Meinung nach sind die Knochen schon sehr alt. Und die Japaner meinten, sie haben eben neue Technologien für DNA-Erforschung. Und ich habe ihnen erlaubt, bei Garantie, dass der Knochen wieder zurückgeht, denn ich möchte nach Untersuchungsergebnisse diese Knochen wieder nach Ecuador zurückbringen. Und habe letzte Woche per Telefon, ich bekomme die gedruckten oder die wissenschaftlichen Analysen noch Ende Mai, wenn die Produzentin wieder nach Wien kommt und mir den Knochen zurückbringt, bringt sie mir auch die originalen Untersuchungsmaterialien. Und das Ergebnis ist, Altersdatierung des Knochens 23.300 bis 23.800 Jahre. Und die DNA konnte analysiert werden, entspricht aber nicht der DNA eines Homo sapiens sapiens. Also sehr interessant und weitere Untersuchungen, vielleicht kriegen wir noch mehr Details heraus. Hier wiederum Darstellung anders aussehender Menschen, Mann und Frau. Hier eine ganze Familie, die wiederum anders aussieht. Hier Darstellung mit einem etwas sehr, sehr großen Penis. Hier eine asiatisch aussehende Frauendarstellung. Dann wiederum halb Mensch, halb Tier Darstellungen. Also viele, viele dieser Objekte. Und dann einige der Objekte, die dort gefunden wurden, die noch nicht schwarz gefärbt sind. Und Sie sehen, dass es wunderschöne Jade-Figuren oder Darstellungen sind. Hier ein Jade. Kopf, eine Schildkrötendarstellung mit einem menschlichen Kopf, aber mit sehr großen mandelförmigen Augen und übergroßen Ohren. Hier Menschendarstellung mit einem Tier am Kopf, eine Frau. Und hier auch interessant, wunderschöne Jade-Darstellung mit drei Bergen oder pyramidenähnlichen Darstellungen. Hier Steinkopf oder Tierdarstellung, aber Sie sehen die Original-Jade-Farben und dann aber der größte Teil dieser Jade-Figuren gefärbt und zwar Mr. Chai, ein koreanischer Freund von mir, der die Untersuchungen machen hat lassen. Hier wurde festgestellt, dass dieses Farbmaterial aus 35 verschiedenen Elementen besteht, darunter Eisen, Kupfer, Phosphor, Chrom, Nickel, Mangan, Titanium, Quecksilber, Calciumcarbonat, Kobalt und viele andere. Also eine wirklich unbekannte Farbmixtur.
Und warum schwarz? Deswegen, um nochmal zurückzukommen, die Moais auf den Osterinseln schwarz, hier die Jadefiguren schwarz gefärbt, aber mit den ähnlich oder gleich aussehenden Symbolen, die auf den großen Moais gefunden wurden. Vielleicht hier ein Zusammenhang über eine Kultur, die im Pazifik größtenteils zerstört wurde und dann weiter über Asien bis Indien gewandert ist, vielleicht sogar bis Ägypten. Dann kommen jetzt Bilder von über 300 altägyptischen Hieroglyphen, die in Australien auf einer Steinformation gefunden wurden vor vielen Jahren. Für die offiziellen Archäologen in Australien ist das sicher ein Scherz, den sich jemand Ende 19. Jahrhunderts in Australien gemacht hat. Ein sehr skurriler Scherz, denn wenn ich einen Scherz mache, mache ich das irgendwo, wo es sich lohnt, wo wirklich tatsächlich Menschen vorbeikommen, die dann veräppelt werden. Jedenfalls die harte Arbeit, über 300 altägyptische Hieroglyphen im Stein einzumeißen, ist sicherlich mehr als ein Spaß und vor allem nicht an einem Ort, wo zu 99,9% niemals jemand vorbeikommt. Jedenfalls haben zwei Australier, Vater und Sohn, Strongs, haben von den Scans meines Freundes über der Sonnenpyramide in Bosnien, haben das mitbekommen bei einer meiner Konferenzen, wo das vorgestellt wurde, und haben mich gebeten, ob es nicht möglich wäre, die Gegend, wo diese Hieroglyphen sind, einen Scan zu machen, um festzustellen, ob dort tatsächlich ein ägyptisches Grab ist, wie es in den Übersetzungen dieser altägyptischen Hieroglyphen lautet. Mein Freund machte dann den Scan und Sie können sehen, wo der gelbe Knopf ist. Hier sind die Hieroglyphen und wir haben aber weit, weit hinter dieser Steinformation gesehen, dass es einen Tunnel gibt, der sich verbreitert und dann in der Nähe in einem größeren Raum endet und dort konnte mein Freund mit seiner Technologie Knochen und Gold feststellen. Das heißt, ein sehr wichtiges Grab und die Übersetzung lautet auch, es gibt mehrere Übersetzungen, aber eine davon lautet, dass der zweite Sohn von Cheops dort von einer Giftschlange zweimal gebissen wurde, starb und begraben wurde. Die Strongs sind sofort nach Erhalt dieses von uns gegebenen Scans mit genau den Koordinaten des Eingangs wieder an einem nächsten Wochenende dorthin, haben Steinformationen gefunden, Steinwände und dann haben sie auch den Eingang zu dieser Höhle gefunden und Sie können hier an diesem Foto und auf dem nächsten genau sehen, dass das keine natürliche Höhle ist, sondern definitiv eine menschlich gemachte. Nur nach ca. 11 bis 12 Metern ist sie mit behauenen Blocks versperrt. Ich habe dann Steven angerufen und habe ihn gefragt, ob es in dieser Gegend irgendwann ein schweres Erdbeben gegeben hat und er hat mir bestätigt, es war 1976, dass es genau in der Gegend ein schweres Erdbeben gegeben und das wird wahrscheinlich der Auslöser des Einstürzens dieser Höhle gewesen sein. Sie haben dann offiziell angesucht, ob sie mit Biologen eine Grabungsgenehmigung bekommen. Das wurde ihnen aber abgelehnt von den zuständigen Behörden. Das hieße nämlich, die Pyramiden wären als echt identifiziert, das hieße aber dann als nächstes, dass das der Beweis wäre, dass die Ägypter bereits vor 4500 Jahren in Australien waren. Und das kann natürlich nicht sein. Dann haben wir hier, und deswegen auch nicht unbedingt Fotos oder Film zu machen, und zwar habe ich vor 2 Jahren auf einer Konferenz in Bosnien Carmen Folter aus Kanada kennengelernt, eine Archäologin, die viele Jahre in Ägypten gearbeitet hat und die auch eine super Serie gedreht hat, der Pyramidencode, den können Sie sich auf YouTube anschauen. Und sie hat mir erzählt, dass sie mit einem Team in Verbindung steht, die eben Untersuchungen in Ägypten machen möchten, und zwar bei der Pyramide von Hawara.
Dort soll es nach Aufzeichnungen von Herodot 500 vor Christus ein riesiges unterirdisches Labyrinth geben mit ca. 3000 Räumen. Dieses Labyrinth hat er nach seinen Aufzeichnungen selbst gesehen und besucht. Es wurden 2008, hat es eine Expedition nach Havara gegeben. Es wurden dort Bodenradaruntersuchungen und Geoelektrikuntersuchungen gemacht. Ein klares Ergebnis konnte nicht gemacht werden. Es wurden immer wieder Anomalien, sprich hohlraumähnliche Messungen gemacht in einer Tiefe zwischen 5 und 8 Metern. Carmen Polter ist dabei, mit diesem Team eben Grabungsgenehmigungen zu bekommen. Und sie hat mich gebeten, ob es möglich wäre, dass mein Freund eben mit seiner Technologie einen Scan über das Gebiet, angegeben von Herodot, Untersuchungen machen könnte und ob er tatsächlich feststellen kann, ob es dort ein unterirdisches Labyrinth gibt. Hier sehen Sie die Darstellung der Pyramide von Havara und eine Darstellung dieses gezeichneten Labyrinths. Und es gibt, heute gibt es einen, seit vielen Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden gibt es einen künstlichen Kanal, der durch, an der Pyramide vorbeigeht. Und deswegen wurde dann 2008 mit den Grabungen nicht begonnen, weil die Vermutung war, dass diese Räume, so sie da sind, unter Wasser stehen, weil ja der Kanal zwischen den diesem Labyrinth praktisch durchläuft. Das Ergebnis, hier sehen Sie noch Darstellungen eben von diesem sogenannten unterirdischen Labyrinth. Hier sehen Sie den künstlichen Kanal, der durch dieses Gebiet genau durchläuft. Und hier sehen Sie die Scans, die mein Freund gemacht hat. Und Sie können ersehen, dass es nicht ein riesiger Raum ist, der hier nach den Beschreibungen von Herodot vor der Pyramide liegen soll, sondern dass es zwei Tiefen gibt, und zwar in einer Tiefe von, das heißt von der Oberhöhe der Räume, in einer Tiefe von 20 Meter Räume gibt, die blau und Räume und Gänge gibt, die blau markiert sind, und in einer Tiefe von 40 Metern weitere Räume und Gänge gibt. Das heißt, es entspricht der Realität, dass es viele, viele Räume gibt. Einige der Räume haben durch die Messungen von Carmen Polter Größen ergeben von Fußballfeldern und die kleineren Räume haben die Größe von Einfamilienhäusern, die aber alle durch Gänge verbunden sind. Also ist es nicht ein riesiger Raum mit tausenden, mit ca. 3000 kleinen Räumen, sondern es sind zwei riesige Felder unterirdisch in der Tiefe von 20 und 40 Metern, die aber alle durch Gänge verbunden sind. In einigen der Gängen konnten auch Materialien festgestellt werden. Weitere Detailuntersuchungen werden erst gemacht und dann wird entschieden, wenn Carmen Polter und das Team die Erlaubnis bekommen, dort Grabungen zu machen, werden wir feststellen, wo es Möglichkeiten wahrscheinlich hier oder hier Eingänge gibt oder direkt bei der Pyramide bzw. unter der Pyramide oder durch im Inneren der Pyramide. Hier zum Beispiel sind wir sicher, dass es wertvolles Material gibt. An anderen Stellen gibt es Knochen, das spricht, das weist auf Gräber hin. Also es gibt tatsächlich unterirdische riesige Räume und Verbindungen. Also entspricht das auch tatsächlich den Beschreibungen von Herodot 500 vor Christus. Also das ist wirklich eine sensationelle Entdeckung, die mein Freund eben machen konnte. Hier sehen Sie weitere Darstellungen dieser unterirdischen Räume und Verbindungen. Dann wurde ich von Carmen natürlich
kontaktiert und sie hat gebeten, ob es uns möglich wäre, ob wir auch sehen können, ob diese Räume unter Wasser stehen. Und auch das ist meinem Freund gelungen mit seiner Technologie. Wir konnten feststellen, dass im äußeren Bereich, hier etwa, gibt es Räume, die unter Wasser sind, aber in der Tiefe von 40 Metern, aber dass der Großteil der Räume tatsächlich im Trockenen ist und das würde wieder einem Erfolg bei erlaubten Ausgrabungen entsprechen. Also Sie werden sicher in den nächsten Jahren über dieses Labyrinth mehr erfahren und dann können Sie auch sehen, dass das eigentlich dann der Arbeit meines Freundes und seiner Technologie zuzusprechen ist. Dann auch sehr interessant, eine kurze PowerPoint-Präsentation, die ich von einem zweiten russischen sehr guten Freund bekommen habe, von Dr. Ernst Muldaschew, der ein berühmter Hautarzt in Russland ist, der aber auch jedes Jahr Expeditionen macht, hauptsächlich nach Tibet, aber auch in andere Gebiete. Wir haben uns vor einigen Jahren in Wien kennengelernt, weil er auch die sogenannten Samadhi-Höhlen in Tibet besuchen konnte. Nach mehreren Besuchen dort und nach einer Freundschaft mit den Mönchen, die dort auf diese Samadhi-Höhlen aufpassen wurde, durfte er einmal in eine dieser Höhlen hinein. Und er beschreibt, dass in diesen Samadhi-Höhlen normale Menschen in unserer Größe bis in eine Größe von ca. 10 Metern dort im Lotussitz sitzen. Nach Aussage der Mönche haben diese Körper null Funktion, aber sie sind mit dem silbernen Faden, mit dem Universum verbunden und sie könnten jederzeit wieder ins normale Leben zurückkommen. Diese Untersuchungen in der Nähe des Mount Kailash, wo bei Muldaschew durch die Hilfe der Regierung also Satellitenmessungen des Mount Kailash gemacht hat, der normalerweise 6.704 Meter, glaube ich, hoch ist. Und die haben festgestellt, dass er 6.666 Meter hoch ist. Dass die Distanz von Stonehenge zum Beispiel zum Mount Kailash dieselbe Distanz ist wie ins Bermuda-Dreieck und Bermuda-Dreieck und von dort wieder zur Osterinsel. Also haben wir wieder hier einen Osterinselbezug. Dass die Osterinsel vom Südpol die gleiche Distanz entfernt ist, vom Südpol die zweifache Distanz zum Mount Kailash und vom Mount Kailash zum Nordpol, aber auch vom Nordpol zur großen Pyramide von Gizeh und zum Mount Kailash von Tibet jeweils die gleiche Distanz und die Distanz zwischen den beiden, zwischen der großen Pyramide und Mount Kailash 4.999 Meter. Es ist schade, dass der große Mathematiker Timo nicht hier ist, denn der könnte Ihnen gleich die ganzen mathematischen Verbindungen und Erklärungen dazu geben. Ich bin kein super Mathematiker, tut mir leid. Alles ich muss es einmal auswendig lernen. Muldaschew hat immer auf seinen Expeditionen verschiedene Wissenschaftler dabei, beginnen von Geologen, Archäologen, Ethnologen, aber auch Mathematiker. Und sie konnten mit Spezialkameras eine Felswand um den Mount Kailash fotografieren und dort können Sie sehen, auf der rechten Seite, auf der linken Seite des Bildes Stufen nach oben gehen und diese eingravierten Figuren haben die Ausmaße von ca. 700 Metern. Und das ist eine Erklärung, wie kommen große Steinhalbprofile 700 Meter groß in ein Bergmassiv um den Mount Kailash. Bin ich an meiner Zeit? Ja. Ja? Okay. Wir wollen ja noch Fragen. Okay. Dann ganz kurz noch. Ja, dann gehen wir auf die Fragen. Okay. Dann danke ich recht herzlich und falls Sie irgendwelche Fragen haben.
Ich arbeite ja schon einige Jahre von vier Jahren schon in Saarbrücken, zusammen den Vortrag gehört von dir. Und was mich da immer wieder fasziniert oder auch interessiert, ist natürlich, wie du mit diesen Kritiken umgehst. Du hast natürlich erzählt, ihr habt bei dem Video, das da ins Internet gelangt ist, massiv Kritik bekommen, du und der Nassim Haramein. Was glaubst du denn, warum bei Menschen, die mit diesen Informationen konfrontiert werden, so viel Energie dann reinfließt, warum das so viel, wie soll ich das sagen, dass so viele Leute damit Probleme haben? Stößt das an deren Grenzen? Können die damit nicht umgehen? Was meinst du? Nein, ich muss nicht rauskommen. Alles geht. Ich glaube, ich spiele immer. Nein, ich glaube, ich sage dazu ganz ehrlich, nachdem ich die ersten Bilder aus dieser mexikanischen Sammlung erhalten habe, habe ich selbst geglaubt, das ist 100% der Fashion, da will mich jemand legen. Aber in der Zwischenzeit weiß ich, dass die Objekte original, dass sie alt sind, dass sie eine Verbindung wieder haben zum unterirdischen Tunnel von der Quetzalcoatl-Pyramide, wo mir Nils Didi sagt, er darf mir erst in 6 Monaten erzählen, was da noch gefunden wurde, und er weiß es, weil er drinnen war. Das sind alles Zeichen, und ich frage mich nur eines, warum diese Informationen gerade zu mir kommen, der ja immer gesagt hat, ich halte nichts von UFO und Außerirdischen, weil ich tendiere mehr auf alte globale Zivilisationen, und dann erwischt ausgerechnet mich, und dann heißt natürlich sofort wieder, ja, der will jetzt wieder Erich Däniken werden oder sonst was. Nein, ich versuche immer in der Realität zu bleiben, und deswegen war ich halt auch selber so schockiert und deswegen auch meine Nervosität bei meinem Vortrag, die ich normal nicht habe, nach dem Vortrag und nach den Erklärungen von Valerie Oberhoff. Also ich stehe momentan selbst etwas daneben, aber ich hoffe, dass ich mich wieder einbettle. Hast du auf jeden Fall gemacht, und das ist faszinierend. Ich fand es auch unglaublich, die Parallelen. Du hast ja vorher kurz angesprochen, bei dem Gespräch, was dich so berührt hat, war da heute. Und man hat es ja gesehen in deinem Vortrag jetzt. Und es ist wirklich unglaublich spannend, dass es ausgerechnet zu dir kommt. Ich meine, es gibt, glaube ich, keine Zufälle, aber scheinbar muss es so sein. Aber auf der einen Darstellung sieht man genau, wie die Figur die Hand schützend vor dem Kometen hält. Und kommt aber aus einem fliegenden Objekt, und dann sehe ich von Valeris erste Mal diesen Kometen in Russland und wie der zerstört wird. Und das sind halt Sachen, da wäre ich etwas nervös und frage mich, wow. Ja, wow, das ist das richtige Wort. Und ich möchte aber gerne mal so ins Publikum gehen und schauen, gibt es Fragen bei euch, die ihr euch auch gerne stellen würdet. Wir haben noch eine ganze Menge auf dem Zettel, aber ihr habt wahrscheinlich auch irgendwas, was ihr gerne wissen möchtet. Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch etwas zu den Scans sagen kann. Gerne. Da haben wir die Problematik, dass bis dato gibt es so eine Technologie nicht. Und wir merken immer wieder, wir werden dann sofort von den Wissenschaftlern gefragt, wie funktioniert denn das? Dann sage ich logischerweise, erstens weiß ich es nicht, weil ich will es gar nicht wissen von meinem Freund, weil er sagt, er will im Hinterhalt bleiben, er will nicht mit der Öffentlichkeit konfrontiert werden, weil ganz ungefährlich ist es ja nicht. Und ich habe gesagt, gut, dann gehe ich halt mit dem Dings nach außen. Und wenn irgendwas passiert, wenn sich jemand mich vielleicht einmal einsackt und dann fragt, wie funktioniert das jetzt, dann kann ich sagen, ich mache das mit dem Pendel. Und wenn sie dann sagen, ja, pendelt uns was, dann kann ich sagen, ja, unter Druck geht das nicht, weil da muss ich doch oben geöffnet sein. Aber es funktioniert, wir haben mehrere Beweise in der Zwischenzeit, und wir haben zum Beispiel, was für mich das Allertollste ist, Wasseruntersuchungsergebnisse, zum Beispiel eines aus Pakistan. Da gibt es ein riesiges Land, eine Landfläche, wo die Geologen sagen, da gibt es kein Wasser, da leben aber Tausende von Menschen. Und da haben wir festgestellt, da gibt es Wasser in 170 Meter Tiefe. Und es hat sich dann so ergeben, dass ein Freund von uns durch einen Scheich von den Arabischen Emiraten, der gesagt hat, ja, er glaubt an das, aber es ist auf jeden Fall einen Test wert. Und mein Freund ist dann hingeflogen, Koordinaten, es wurde eine Bohrmaschine dort hingebracht,
Es wurde die Bohrung gemacht und bei 160 Meter ist das Wasser herausgeflossen. Also ist den Menschen dort geholfen und wir in weiterer Folge werden wir überall dort, wo es Wasserprobleme gibt, versuchen, den Menschen dort zu helfen. Aber natürlich ist unser eigenes Interesse an unbekannten archäologischen Stellen. Und wir haben unbekannte Städte von Australien, das sind noch nicht alles die Hieroglyphen, sondern wir haben in der Nähe dieser Hieroglyphen Anomalien, sprich zerstörte Gebäudestrukturen in der Tiefe zwischen 5 und 8 Metern gefunden. Wir haben in der Wüste Sahara eine riesige Stadt gefunden, in Libyen. Wir haben in der Wüste Gobi eine riesige Stadt gefunden. Das entspreche wieder den Readings von Edgar Cayce. Also meiner Meinung nach, und das wiederum heute, eine Bestätigung von Valerie Uberhoff, dass es in der Vergangenheit eine globale Katastrophe gegeben hat. Und darum sind diese zerstörten Gebäudestrukturen eben immer wieder Meter, Meter unter der Erde. Wir haben auch in Mauretanien, gibt es das sogenannte Auge von Afrika. Da ist ein österreichisches Ehepaar, die in Südafrika leben. Die waren vor Ort. Und zwar gibt es das Auge von Afrika, sind kreisförmige Erhöhungen. Und die Geologen meinen, das ist ein Impact. Es gibt aber keinen einzigen Impact weltweit, der wirklich Kreise verursacht, sondern ein Impact geht rein und ist eine Aufwerfung. Jedenfalls, die haben dort vor Ort Untersuchungen gemacht, die haben festgestellt, dass diese höhere Felsformation, die dann diese Kreise darstellt, dass die 140 Kilometer vom Atlantischen Ozean im Inneren der Wüste liegen. Das heißt, die Distanz vom Atlantischen Ozean bis dorthin sind 140 Kilometer und dort gibt es eben diese kreisförmigen Einbuchtungen, die wiederum der Größe von Platos Darstellung von Atlantis entsprechen. Mein Freund hat den Scan dort gemacht, er hat festgestellt, dass das auf den kreisförmigen Anhöhen Anomalien, sprich zerstörte Gebäudestrukturen existieren. Und er konnte auch feststellen, dass die inneren Kreise mit dem Atlantischen Ozean verbunden waren und das entspricht wieder den Millionen Muscheln, die in der Wüste zwischen Atlantischem Ozean und der Gebirgsformation gefunden wurde. Also wir können feststellen, dass der Atlantische Ozean in der Vergangenheit mit diesen inneren Kreisen verbunden war und das würde genau wieder Atlantis-Plato entsprechen, aber wir sind auch der Meinung, weil wir mehrere dieser kreisförmigen Positionen gefunden haben in Bolivien, in der Nähe von Cadiz, dass Atlantis eigentlich auch eine weitreichende Zivilisation war. Und wenn man sagt, heute gibt es Stadtplanungen, dann wird es wahrscheinlich damals auch Stadtplanungen gegeben haben und die waren halt immer kreisförmig mit Zugang zum offenen Meer. Also das wäre wieder einer der Hinweise. Wir haben noch eine Frage, aber eine Frage habe ich selber noch kurz. Flüssiges Quecksilber. Du hast gesagt, unter der Pyramide von Quetzalcoatl in Teotihuacan wurde... Das steht jetzt offiziell in den Medien. Exakt. Was heißt denn jetzt das für die moderne Archäologie? Die sind ja jetzt in Erklärungsnot zu sagen, hallo, Quecksilber gibt es ja nicht im Altertum. Wie geht die moderne Archäologie mit so einer Information um? Das war ja selber für mich damals, wie Nestor Parades erzählt hat, dass er 2005 war das oder 2004 sogar schon, dass er in einem Tunnel zwischen der Sonnen- und der Mondpyramide eine Steinbox gefunden hat, präzise bearbeitet. Er hat sie geöffnet und sofort wieder geschlossen, weil das war flüssiges Quecksilber drin. Das heißt, für mich war das natürlich sofort wieder, aha, da habe ich doch was in den Übersetzungen von Mahabharata oder den Veden gelesen, dass die sogenannten Vimanas Quecksilber als Antriebsstoff verwendet haben. Jetzt wiederum haben wir dann in verschiedenen Provinzen Mexikos eben Objekte mit Eingravuren von fliegenden Objekten. Also könnte man wieder, und man findet genau dort flüssiges Quecksilber. Also gibt es dort vielleicht wieder einen Zusammenhang. Ich sage ja, jeder Fund, jede Information für mich ist ein Stück Puzzle.
Und erst wenn man dann alle Passos beisammen hat, wird man vielleicht eindeutige Antwort oder Bild erhalten. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir eine Frage im Publikum. Bitte schön. Paul ist mein Name, ich komme von der Peter-Ording-Büro, habe einen Hof. Ich bin Landwirt. Und ich habe folgende Frage. Herr Kalweit, wie das erzählt, und ein Mensch, ja, 80 Kilometer von uns entfernt, hat mir das Gleiche erzählt. Sie sind in Südamerika gewesen und die Frage ist, eben, ist Ihnen das, was ich jetzt erzählen werde, auch über den Weg gelaufen? Er sagte mir, Herr Kalweit, so weit sagte mir, Herr Horn, das ist ja so. Ein Bauern siehst du nicht an, was er ist und was hinter der Stirn passiert. Er sagte, diese Leute dort wissen, dass sie in der 10. oder 30. Generation Söhne von Fürsten sind. Und sie sprechen eine Geheimsprache. Und welche Sprache ist das? Es ist Flensburger oder Angelner Platt. Also das Plattdeutsch, was auf Eider steht oder in Angeln gesprochen wird. Ist Ihnen das schon begegnet? Ja. Habe ich gehört davon, ja. Habe ich nur gehört von zwei Leuten, die es tatsächlich erlebt haben. Ja. Ja. Es gibt viele Sachen, die immer wieder auftauchen, die im ersten Moment unglaubwürdig sind, aber es gibt sie. Ich komme ja übrigens damit also vom Heiligen Land, denn von Helgoland bis nach Husum ist das Heilige Land, das Heilige Land. Wir haben ja da diese Kirchen, die alle in goldenen Schnittständen stehen, von Kaltum über Tating bis nach Coburg, das ist eine Kirchenlinie, die natürlich uralt ist, mindestens 6, wahrscheinlich 10.000 Jahre. Und es weist aber eindeutig auf dieses Atlantis, wahrscheinlich das dritte Atlantis, das bei Helmholtz untergegangen ist, 1220 vor ungefähr. Damit wären wir eigentlich auch dann mit diesen ganzen Linien und so weiter betrachten, kurz angerissen bei den Externsteinen. Der Standort der Schildpyramide ist verwässerungstechnisch durch die Externsteine im Teutoburger Wald vorgegeben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Es gibt dort ein großes Verwässerungsdreieck, Externsteine, Schildpyramide, Salvage, die Wörter von den Kanaren. Und dieses Dreieck ist die Hirschpyramide. Das heißt, die Hirschpyramide ist das kongruente Dreieck zu diesem großen Verwässerungsdreieck. Muss ich das also folgendes Formation vorstellen, dass wir ein solches Dreieck auf der Nordhalbkugel haben und das kann ich nun x-mal unterscheiden und unterteilen, womit ich Unterdreiecke kriege und wieder Unterdreiecke kriege, die ich also nummerieren kann und sagen, du kannst aus Spanien zum Beispiel nach Nordafrika gehen und kannst dem Priester sowieso das und das mitteilen. Und nochmal, achso, dieser Winkel hier ist 51, 14, das ist die Zahl Pi in der zeichnerischen Darstellung der Quadratur des Kreises. Ich kann natürlich weiter fortfahren, aber ich würde sagen, ich habe es nicht.